Schönen guten Abend, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin Erfinder und erzähle jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ja, danke schön. Danke. Ja, und für die Geschichte wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor. Hier überall Labor, eben vier Wände, zack, ping, pong, pong, Fenster, Labor, die gucken hier rein, jetzt keine Wand, Labor. Jetzt habe ich unten vergessen, Labor. Sie können sich vorstellen, was hier ist? Nee, hier wäre jetzt meine Kaffeeküche. Und da war ich halt so drin, in meinem Labor, war vor 4 Wochen, hab so rumexperimentiert mit Chemikalien, hab immer alles in so einen großen Pott drin geschüttet, immer rin. Auf einmal macht der Peng, der gibt eine Explosion. Und ich dachte noch so, Und ich war noch gar nicht fertig mit Denken. Da ging es auch schon weiter. Auf einmal habe ich Stimmen gehört. Ja, mal so, hallo. Dann habe ich noch so gedacht, das geht ja gar nicht. Ich bin ja ganz alleine hier. Ja, und die Stimmen halt immer weiter. Hallo. Dann irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, steigst du halt mit ein in das Spiel. Und ich gehe dann auch völlig wohllos in mein Labor rumgerannt und immer, hallo. Und auf einmal habe ich sie gesehen, ja. Bei mir oben in der Ecke im Labor saß ungefähr so eine große Eintagsfliege. Die saß halt da oben in der Ecke und rief immer runter, hallo. Ich habe mir dann gedacht, so, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Und habe gesagt, Sie können ja hier mal runterkommen auf meine Hand, dann können wir uns hier weiter unterhalten. Ja, und sie kam halt angeflogen, setzte sich auf meine Hand und sagte, na nee, eben nicht. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Na, fange ich nochmal von vorne an. Guten Abend, Krömer. Für die nächste Geschichte, hör auf, jetzt zu klatschen jetzt. Komm, wirklich, Mann, ja, so. Ja, für die nächste Geschichte, die jetzt kommt, wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor. Ja, da können Sie sich jetzt hier vorne bedanken. Dauert jetzt halt ein bisschen länger. Labor. Chef, das dauert heute ein bisschen länger. Da ist noch einer aus dem Heim da. Oder aus Spandau. Ja, ach so, jetzt genau. Die kam runter, setzte sich hin auf meine Hand und sagte dann, Salü. Mein Name ist Johann, ich hätte ja eine Tasse Kaffee. Und da habe ich gedacht, na, bitteschön, Sie können ja schon mal vorfliegen zur Sitzecke. Ich komme dann gleich hinterher. Ja, und sie ist halt vorgeflogen. Ich bin hier, wie gesagt, in meine Kaffeeküche gegangen. Hab mir so überlegt, was mache ich jetzt für einen Kaffee? Einen milden oder einen starken? Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist eine Eintagsfliege, so viel Zeit hat die auch nicht. Und dann habe ich schnell einen Espresso gemacht, habe mir den da hingeschüttet. Sie hat dann auch gleich dran genippt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutze die Gelegenheit mal aus und stellst mal Fragen. Ja? So von wegen, was ist denn so der Sinn des Lebens bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, der dreht sich bei denen halt um Sex. Und ja, das hört sich auf der einen Seite ganz gut an. Aber durch einen immensen Zeitdruck, wa? Da müssen die natürlich nehmen, was kommt. Also, ob der Partner einen krumme Beine hat oder schiefe Zähne oder aus Spandau kommt, ist egal. Die müssen da halt ihr Pensum erfüllen und am Ende des Lebens können sie dann sagen, ja, das war jetzt aber sinnvoll. Ja, ich hab's dann halt noch weiter gefragt, so, was ist noch wichtig bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, früh aufstehen. Und ist ja auch klar, wa? Weil wenn jetzt so eine Eintagsfliege, sagen wir mal, bis um 12 Uhr in den Betten liegt, da ist ja die Hälfte des Lebens schon vorbei. Ja? Da kann die quasi liegen bleiben. Ja, was mir noch ganz wichtig war, war das Thema Absicherung. Ja, natürlich, was ist, wenn mal was passiert? Ja? Und dann habe ich sie gefragt, seid ihr krankenversichert? Und sie sagte dann, nee, ist ja affig und ist ja auch klar, wa? Weil wenn jetzt so eine Eintagsfliege, kennen wir alle, extra aufs Amt scheißern muss, da so eine Karte ziehen, irgendwie 3 Stunden lang warten, dann hast du vielleicht was vergessen, musst wieder nach Hause und dann musst du da wieder hin und
Ja, im Endeffekt wird dann der auch alles erst 4 Wochen später zugeschickt, wa? Na, der weitere Verlauf des Abends war so gewesen, dass wir noch alkoholische Getränke zu uns genommen haben. Und dann ist was passiert, also da bin ich dann direkt ein bisschen aggressiv geworden. Da redet die so und mitten im Satz fällt sie vom Stuhl und ist tot. Da habe ich auch gedacht, na, das ist ja auch keine Art. Sterben müssen wir alle mal, man kann ja noch mal Tschüss sagen. Ja, dann habe ich geteilt, wie man das so macht. War schnell eine Kerze angezündet, hab noch ein bisschen was hier brubbel. Und dann ich im Klo runtergespült. Ja, da habe ich halt gedacht, man muss wissen, wie man in so einer Situation mit solchen Tieren umgeht. Ja. So, jetzt war das. Tschüss.